Hallo, Bremer Sport TV geht wieder auf Sendung und zwar am 18. April 2017 um 20 Uhr auf Radio Wisser TV. Wir haben im Programm Damen-Rugby bei Union 60, dazu im Studio Nicola Biet und Caroline Siering. Herzlich willkommen. Dann haben wir eine wunderschöne Tanzgruppe im Programm vom TV Bremen 1875, die Gruppe Moor. Die wird vertreten in der Sendung von Jessica Wulff und die andere Dame werden wir sicherlich noch kennenlernen. Dann geht es zum Bowling-Sport. Bowling, eine Trendsportart, leider in Bremen. Viele junge Leute bowlen, aber richtig sportlich machen das nur einige wenige Vereine in Bremen. Vom Verein in Olten bei Sportbowler Bremen haben wir zu Gast die Inga Ludwig und Stefan Kobo. Herzlich willkommen. Fußball berichten wir sonst über Damen oder auch über Herrenfußball. Jetzt sind wir noch bei der Jugend und zwar der TuS Comet Aasten hat an Christian Aram-Basic und Jürgen Damsch zwei wunderschöne Trainer, die den TuS Comet Aasten in der Jugendabteilung nach vorne bringen und immer noch nach vorne gebracht haben. Sie werden uns mal erzählen, warum man beim TuS Comet Aasten Jugendfußball betreiben sollte. Der ATSV Amhausen, Nachbarverein, manchmal auch Konkurrenz, glaube ich, aber ich glaube, das Tanzen und Fußball, das beißt sich nicht so. Da haben wir den Sebastian Packeiser zu Gast. Dieser Verein ist geehrt worden bei der Bremer Jugendehrung 2017 als Verein für besondere Jugendarbeit. Herzlich willkommen und wir werden mal erfahren, wie groß deine Abteilung überhaupt ist. Last but not least ist da noch ein Player Platz. Der Jürgen Schulze ist noch nicht da, weil er noch bis 20 Uhr trainiert. Wir werden dann alles erfahren über den Trainer des Jahres 2017, der bei der Ehrung dann auch geehrt worden ist. Und meine Damen und Herren, schalten Sie ein am 18. April, 20 Uhr, Radio Wisser TV. Ich zähle auf Sie. Thank you.